Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch heute mal wieder ein relativ kurzes Gameplay, weil ich eigentlich ein ganz bestimmtes Thema ansprechen möchte und will. Das dauert nicht ganz so lange und da habe ich aus meinem Online-Speicher noch ein relativ kurzes altes Gameplay rausgekramt, was ich da so als Hintergrund für euch reinpacken wollte. Ja, worum geht's heute? Wir haben heute Freitag, den 21. September und morgen am 22. Samstag 18 Uhr geht es wieder los. Wir veranstalten wieder eine Open Gaming Lobby, so wie ihr das eigentlich auch gewohnt seid. Ich bin diesmal wieder mit dabei und ich werde dazu auch wieder einen Livestream bringen. Ein paar gute Nachrichten natürlich für euch vorweg. Ihr könnt wieder jede Menge Zeug gewinnen. Also es wird verschiedene Gewinnspiele geben, in denen ihr verschiedene Preise, auf die ich jetzt noch nicht näher eingehen möchte. Das wäre ja langweilig, dann wüsstet ihr ja schon, worum es geht. Und was gemacht wird, was ihr dafür tun müsst, das wird alles dann dementsprechend dort geklärt und erzählt. Naja, auf alle Fälle könnt ihr da einen Haufen Zeugs gewinnen an dem Abend, wie immer. Ich werde das Ganze, wie gesagt, auch wieder mit einem Livestream unterlegen. Und eine noch bessere Nachricht für alle, die Black Ops lieben. Wir haben die Möglichkeit hier über den Tio, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, gekriegt, dass wir da Black Ops Server für diesen Tag zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, dieses Mal wird es auch definitiv die Möglichkeit geben, Black Ops zu spielen. Also für alle, die Bock drauf haben, Black Ops mal wieder zu zocken. Wer es nicht mehr auf der Platte hat, sollte es sich vielleicht installieren. Und dann können wir da auch Black Ops zocken. Tio ist auf alle Fälle dann auch dabei. Der wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen, weil er noch anderweitig beschäftigt ist. Aber es gibt natürlich wieder das volle Programm bei uns. Ihr könnt natürlich auch auf den TeamSpeak kommen. Die IP von dem OGL TeamSpeak Server werde ich natürlich unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr uns da auch finden könnt. Und es wäre natürlich cool, wenn ihr gleich pünktlich um 18 Uhr dabei wärt, dass wir da nahtlos anfangen können. Ich muss mal gucken, worauf ich mich jetzt an dem Abend konzentriere, ob ich da mehr MW3 spiele oder ob ich dann tatsächlich auch mal wieder sage, okay, ich zock mal wieder Black Ops, habe ich auch schon ewig und drei Tage nicht mehr gemacht, ich glaube, ich habe es auch nicht mal mehr installiert, aber das ist ja kein Problem, das kann ich bis dahin ja nochmal tun, so lange dauert das ja eigentlich nicht. Ja, denn Livestream, wer die Adresse von mir dann nicht mehr kennt, nicht mehr hat, nicht mehr weiß, keine Ahnung, steht bei mir rechts in der Kanalbeschreibung, steht da so Livestream drin, braucht ihr nur anklicken, kommt ihr direkt auf meine Livestream-Seite und da könnt ihr dann dem ganzen Treiben dazu gucken, wenn ihr mal gerade eine Spielpause einlegt oder einfach nur mal gucken wollt, wie da so gezockt wird. Ja, wie gesagt, 18 Uhr geht es morgen Abend los. Wäre schön, wenn ihr da reichlich zahlreich erscheint, damit wir da auch jede Menge Spaß haben können. Wie gesagt, es wird mehrere verschiedene Gewinnspiele geben, auch mehrere verschiedene Preise. Das ist mal das eine. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht verraten, um was für Spiele es sich handelt, worum es da geht, damit ihr euch da nicht auf irgendwas vorbereiten könnt. Es gibt vielleicht irgendwas, was nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird. Und für manche Dinge müsst ihr natürlich auch ein bisschen mehr tun, als nur irgendwie vorhanden sein. Aber wie gesagt, das wird alles noch geklärt am Samstagabend um 18 Uhr. Da können wir dann zusehen, dass wir da irgendwas machen. Wir werden natürlich auch schauen, was für Modi wir da spielen. Ich kann jetzt nicht mal sagen, was für MW3-Server wir da aufgesetzt haben. Wir können mit Sicherheit dann auch mal versuchen, wenn wir außerhalb der festen Server da spielen wollen, dass wir uns da mal in verschiedenen Gruppen immer wieder zusammensetzen und auch mal Public zocken. Je nachdem, wie es dann da auch so funktioniert und läuft, ist ja kein Problem. Ja, und ich freue mich natürlich auf euch, wenn ihr da vorbeischaut. Wie gesagt, ich poste alles, was für euch noch wichtig ist, unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr den TeamSpeak findet, damit ihr den Livestream findet. Ja, und das war eigentlich schon alles das an Informationen, was ich euch geben wollte.
Und am Sonntag, den 23. beginnt dann ja auch die Anmeldung für die E-Sport Games. Da haben wir ja bei mir und auch bei Pink Panther, Wartime Dignity, dementsprechend schon die Informationsvideos rausgehauen. Auch da erinnere ich euch nochmal dran. Ihr könnt euch da anmelden, um in der Liga mitzuspielen. Hardcore, 2 gegen 2, suchen und zerstören. Da könnt ihr euch vorher anmelden. Guckt euch da die Videos an. Auch die Kanäle sind natürlich bei mir unten in den Videobeschreibungen wieder verlinkt, dass ihr da auch nochmal gucken könnt. Könnt ihr natürlich bei mir auf dem Kanal auch. Überhaupt kein Ding. Ja, und ich hoffe, ihr taucht am Samstagabend um 18 Uhr zahlreich auf, dass wir ein bisschen Spaß haben, ein bisschen was anderes mal wieder außer der Reihe machen. Die Runde geht hier zu Ende, ganz geschmeidig. Ja, ich hoffe, wir sehen uns und ich bin raus. Bis dann. Ciao, euer Dirty Harry.